Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist die Andrea mal wieder aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einem Unboxing. Das zweite für heute. Ich habe nämlich hier wieder drei neue Decks, die alle zusammenkamen, obwohl ich sie unterschiedlich bestellt hatte. Aber ich hole sie auch immer erst. Ich gehe ja nicht immer ins Dorf. So, heute ist Unboxing-Tag. So, heute und hier haben wir jetzt das The Muse Tarot und das hat eine interessante Geschichte. Und zwar ist das von der Chris Anne. Und ich möchte euch kurz erzählen, was die Geschichte ist. Die Geschichte ist, dass ich von der Chris Anne ein Orakeldeck gesehen hatte, da wusste ich aber nicht, dass es von der Chris Anne ist. Ich hatte recherchiert und dann die Chris Anne entdeckt und habe dann gesehen, dass sie gerade ein Tarotdeck entwickelt, was ich sehr geil fand. Und das war noch beim Kickstarter. Ne? Das macht man am Anfang immer über Kickstarter. Das, naja, egal, ihr könnt ja googeln, was Kickstarter ist, wenn ihr es nicht wisst. Und da habe ich gedacht, das war nicht The Muse. Das heißt The Lightseer Tarot. Und ich war total verliebt in dieses Tarot. Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre her. Und dann habe ich die über Instagram verfolgt und die hat dann immer ihre Karten gepostet, die sie dann entwickelt und sie hat dann auch gezeigt, wie das Kartendeck dann gedruckt wird und so. Kickstarter ist, dass man eben vorstellt, was man gerne rausbringen möchte und man sammelt das Geld, damit man das letztendlich drucken kann. Und man bezahlt dann als Interessenten Betrag, weiß ich nicht, $50 oder was es gekostet hat. Und wenn es fertig ist, kriegt man das Deck dann halt geschenkt. Also geschickt, nicht geschenkt. Du hast es ja bezahlt. Ich hatte mir sogar überlegt, dass ich das Deck auch mit Kickstarter eben mal finanziere, aber es war wieder Amerika und Amerika, da ist ja immer diese Geschichte, dass man eventuell Zoll zahlen musste und dann damals hatte ich nicht so viel Kohle und da war mir das dann alles zu unsicher. So, dann sagte sie, dass das Deck nicht nur über Kickstarter bekommen ist, sondern dass Hay House dass sie einen Vertrag hat mit Hay House und dass es ein halbes Jahr später auch mit über Hay House rauskommt. Ne? Hay House ist ein Verlag. Und da habe ich mich gefreut und gedacht, boah, in 1,5 Jahren kann ich mir das Deck kaufen oder in einem Jahr, ich weiß nicht, wie der Zeitraum war. Und dann kam das Deck raus und dann hatte ich plötzlich überhaupt keinen Bock mehr auf das Deck. Weil ich mittlerweile gar nicht mehr auf das Deck ist sehr erdig. Das Deck ist sehr ein unheimlich schönes Deck, aber ein sehr erdiges Deck, finde ich. Und ich bin gar nicht mehr auf diesen erdigen schamanischen Trip. Ich bin auf dem Universumstrip, auf dem abstrakten Trip eher so, ja. Und dann hatte sie als zweites aber noch zeitgleich The Muse entwickelt. Und da dachte ich, was ist denn das für ein Deck? Das ist ja ein totales Tussi-Deck. Weil die Frauen dann halt so schick angezogen sind und mit High Heels teilweise. Und das ist ja überhaupt nicht mein Stil. Mein Stil ist tatsächlich eher The Lightseer Tarot. Ja, ihr könnt ja auch mal googeln, Lightseer Tarot. Auch ein unheimlich tolles Tarot. Ich hatte mir auch überlegt, beide zu kaufen, aber ich habe ja nicht mehr so viel Platz. Und dann habe ich mir irgendwie dieses Tarot ein Jahr später angeguckt, was ich ein Jahr vorher irgendwie absurd fand. Da hat mir nur die Rückseite gefallen eigentlich. Und habe gedacht, boah, was ist denn das für ein geiles Tarot? Da kannst du so viel reininterpretieren. Ich mag es ja, wenn ich entweder ein ganz minimalistisches Tarot habe, wie das, was ich hier eben gerade vorgestellt habe, ja, was eben sehr minimalistisch ist, das Hipchick-Tarot, kann ich euch dann hier verlinken. Oder aber eben etwas, wo du ein bisschen, weiß ich nicht, noch selbst mitarbeiten kannst, ja. Und das geht bei diesem Deck sehr geil. Und ich bin jetzt echt gespannt. Ich habe einen Herzmenschen, eine junge Frau, die hatte mich auch über YouTube angeschrieben. Die legt auch Karten, mit der bin ich jetzt so in Kontakt. Wir verstehen uns total genial. Und die hat gesagt, sie hätte Probleme mit dem Deck. Das wäre so eine Hassliebe. Und sie hatte dann sogar noch überlegt, mir ihrs zu schicken, weil sie es nicht mehr will. Aber ich habe gesagt, behalt's, das könnte vielleicht sogar dein Schattendeck werden, ja. Sie kommt damit nicht so klar. Sie ist totaler Fan vom Lightseers Tarot. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe mir es jetzt gekauft, weil es hat mich dann doch gerufen. Und wir gucken uns das jetzt an. Und wenn du Lust hast, dann darfst du mich gerne begleiten, ja. Und ich finde es auch von den Farben her so toll. Boah, ich bin total hin und weg. Allein schon die Packung, die fühlt sich so geil an.
Wow. Okay, das ist die Packung, bevor ich hier jetzt einen Orgasmus kriege. Also, Babes, das ist hier die Verpackung. The Muse heißt das. Ich weiß jetzt gar nicht, was The Muse heißt. Die Muse wahrscheinlich, ne? Von der Chris Anne vom Hay House Verlag. Eine wundervolle Verpackung. Im deutschen Amazon war es übrigens günstiger als im spanischen, aber ich habe mir es dann halt im spanischen gekauft. Nee, im Book Depository habe ich es mir gekauft. Hier ist es so, dass die, also expect, also ist wieder auf Englisch, expect Magic, Exploration and Inspiration. Also erwarte Magie, Exploration, also dass man sich erweitert, nee, entdecken. Oder wie auch immer, und Inspiration. So. Und hier sind auch wieder die einzelnen Farben anders. Hier sind die Kelche sind hier Emotionen, die Stäbe sind hier Inspiration, die Schwerter sind Sprache, Voices, also ja, Sprache eigentlich. Und die Münzen sind hier Materials, also das Materielle. Und das fand ich nämlich auch geil. Irgendwie, ich weiß auch nicht. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. Ich habe ja gerade schon die Folie abgemacht. Finde ich auch cool, dass das hier so zum Reingreifen ist. Das haben nämlich manche Decks nicht. Wobei ich werde es ja wahrscheinlich wieder in meinem Köfferchen aufbewahren. Obwohl die Box ist ziemlich toll, finde ich. So, dann gucken wir uns jetzt erstmal das Buch an. Wow, ich finde die Farben so toll. Ich freue mich total über diese Farben hier. Der Hammer. Kommt mit diesem kleinen süßen Guidebook. Warte mal, ich schraube mal wieder ein bisschen runter. Mit diesem kleinen süßen Guidebook. Das ist übrigens die Chris Anne. Die ist total süß. Ich bin ja mit Instagram mit ihr verbunden. Eine total süße, liebe Frau. Sehr kreativ natürlich. Und das ganze Buch hat. Ach, guck mal, hier haben wir sogar hier hinten das Dings. Nee, das sind die Telefonnummern. Hat 112 Seiten und ein paar mehr. Also 116 dann wahrscheinlich. Copyright 2020 ist gerade erst rausgekommen, Anfang des Jahres war das, glaube ich. Und es hat hier eine Inhaltsangabe. Es ist ein kleines Buch. Da wird nicht jede Karte aufgeführt in der Inhaltsangabe, sondern nur allgemein die großen Arkana, die kleinen und dann eben die einzelnen Farben, Inspiration, Emotionen, Sprache und Material, also Materielles. Dann gibt es eine kleine Einleitung, was die Muse ist, wie man das eben verwendet und so weiter. Das Übliche halt. Ne? Hello Muse. Hello Inspiration, can we chat? Aha, schade, dass das jetzt nicht auf Deutsch ist, dann würde ich es vorlesen. Instruktion zu The Muse. Das wird unorthodox sein. Es wird experimentell sein, poetisch ja, strange, also anders. It is meant to be healing. Es ist dazu da, um zu heilen, um dich, um den Knopf zu drücken und warum zu fragen. Nee, if it pushed your button, ask why. Ach so, wenn es deinen Knopf drückt, dann frag, warum. Wenn es dich zum Weinen bringt, dann frag, warum. Wenn es dich inspiriert, dann frag, warum. Wenn es dich zum Lachen bringt, take that. Chisel and bottle it up for a rainy day. Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich verstehe es nicht auf die Schnelle. Ich muss mich da reinfühlen. Wow. Die Frau ist total kreativ. Die ist echt geil. Vielleicht kaufe ich mir dann doch noch das andere Deck. Okay, dann gucken wir uns mal an, wie hier so die Karten. Also hier sind die Karten auf. Also hier sind die Beschreibungen. Also es wird keine Karte angezeigt. Also kein Bild von der Karte. Wir haben hier Keywords, das finde ich schon mal gut. Danach haben wir hier eine neue Reise, Beginn, Trusting in the Universe, ja, also das Übliche.
Dann haben wir hier Prompt, Uncertain Beauty. Ich weiß nicht, was Prompt in dem Fall jetzt bedeutet. Also hier ist wahrscheinlich nochmal die Beschreibung der Karte, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht beschreibt es ja hier, was Prompt ist. There are no rules. Also es gibt keine Regeln. Das finde ich schon mal gut. Ah, der König ist übrigens the Muse. Es gibt keine Könige und der König an sich ist in dem Deck The Muse und das hat mich irritiert. Das ist für mich eine Herausforderung, weil die Karte kann ich nicht interpretieren. Es ist die Energie der Elemente Feuer, Wasser, Erde und. Na, da müssen wir uns nachher mal durchlesen, was es bedeutet. Ich bin schon wieder etwas chaotisch. Okay, also das ist so die Aufführung von den Karten. Ja. Bisschen, ich glaube, es ist etwas unübersichtlich, aber egal. Dann haben wir hier zum Beispiel die Farbe der Inspiration. Ja, die kleinen Arkana sind genauso aufgeteilt wie die großen. So wie ich das gerade sehe. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Buch eigentlich. Und wir gucken ja her mal ins Buch und warte mal, ich wollte, ja, hier sind wir ja, Muse of Voices. Also hier sind wir bei der Muse des der Sprache, also wir sind beim König der Schwerter letztendlich. Communicating Truth, Intuitive Knowing, Integrity. Also im Prinzip ist es schon das, was der König der Schwerter so ist. The Walk, Way of Consciousness. Ja, mal gucken. Wir gucken uns jetzt die Karten einfach mal an. Also, das war jetzt das Buch, was klein, fein ist, mit dem man sicherlich auch arbeiten kann, wenn man Englisch spricht. Ich werde es wahrscheinlich gar nicht benutzen oder bei The Muse vielleicht schon bei dem König, weil da habe ich noch keine Idee, wie man das interpretieren kann. Ich hatte mir die Karten ja schon mal angeguckt. So, dann kommen wir jetzt zu den Karten. Wow, wir haben hier Fische drin. Cool. Ah, hier steht auch noch was. There is magic in truth, there is truth in my veins, where my blood speaks in sooth and my mind has no reins. Das kann ich mal wieder nicht so schnell übersetzen. Ich bin ja kein, wie nennt sich denn das? Direkter Übersetzer. Also das ist jetzt hier ein bisschen doof, weil das klebt nämlich. So, okay. Wow, guckt euch mal die Rückseite an. Ich finde die total schön, auch wenn es eigentlich für meine Begriffe kitschig ist. Ich mag ja lieber sowas. Aber die haben eine total geile Energie. Es ist so geil. Ich habe die nämlich dann auch bei einem Reading gesehen, bei einer Amerikanerin. Und die 10 der Münzen, die sehen wir dann ja gleich, die fand ich so ansprechend. Also, das ist die Kartengröße. Die ist ein Tick größer wie die US Games. Aber wirklich nur ein Tick. Ich würde sagen, ein Millimeter breiter und ein Millimeter höher als die US Games Standard-Tarotkarte. Sehr, sehr dick. Ja. Also dicker als die hier. Ja. Ganz, ganz leicht laminiert, was ich ja liebe. Ja. Und flexibel, also im Moment noch steif, aber wenn man die verwendet hat, also die fühlt sich auf alle Fälle saugeil an, finde ich. Sehr, sehr geil. Guck mal, wie bunt. Ich liebe es ja bunt. So, die Kartenaufteilung ist eigentlich so, dass wir hier unten immer die Beschriftung haben, glaube ich. Wie ist denn das bei den? Ja, hier unten ist einfach immer nur die Beschriftung. Manchmal ist es scheinbar auch oben, sehe ich gerade. Es könnte sein, ja, das ist wahrscheinlich willkürlich, aber vielleicht gibt es auch ein System, das weiß ich nicht. Also die Beschriftung ist entweder unten oder oben. Es gibt keinen Rand, was ich gut finde. Und wir fangen jetzt an mit dem Flip-Through. Da haben wir hier. Ach, hier haben wir sogar die unendliche 8 als 0.
Hier steht auch immer noch die Zahl, sehe ich gerade. Ja. Das ist der Narr. Also es ist, wie nennt sich denn das? Eine Collage, was ich ja eigentlich auch nicht so toll finde, Collagen. Und eben sehr abstrakt. Aber ich finde es mittlerweile so geil. Vor 2 Jahren hat mir das überhaupt nicht gefallen. The Fool. Und hier in dem Deck sind, glaube ich, auch wieder nur Frauen. Was ich eigentlich nicht so mag. Ich mag schon, wenn männliche und weibliche Energie im Deck ist. The Magician, der Magier. Wow. The Priestess, also die Priesterin. Da strömt echt eine Wahnsinnsenergie raus. Wow, guck dir mal die Herrscherin an. Die hat das ganze Universum in sich drin. Das ist der Hammer. Und hier ist so die Natur. Der Herrscher. Der Hierophant. Die Lovers, die Liebenden. Wow. Da ist ganz schön viel Symbolik drin. Da kannst du ganz schön viel rausholen. Der Wagen. Oh, ich finde die Pferde hier ja geil. So wilde Pferde. Oh, das macht mich total an. Oh, guck dir mal die Kraft an. Wow. Der Eremit. Das Rad. Und zwar hier mit den Mondzyklen und in der Mitte anscheinend die Sonne, oder? Die Erde? Der Mond? Sehr geil. Gerechtigkeit. Ja, hier sind zwei Wege und hier ist eine Frau, die geht hier rein und da bei dieser Gerechtigkeit, genauso wie eben beim Hip-Chip-Tarot, da muss ich bei der Gerechtigkeit auch gucken. Wow, der Gehängte. Hanged Muse. Oh, ich hätte gucken sollen, was Muse heißt. Der Tod, die Motte, das ist ja geil. Die Motte ist ja, ich meine, die wäre auch so die Ahnen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Temperance. Haben wir auch wieder den Mondzyklus. Auch da müsste ich jetzt gucken. Da habe ich jetzt keine Idee bei der Temperance, ehrlich gesagt. Die sind mir hier auch zu voll, die zwei Karten. Die, weiß ich nicht, gehen gar nicht so an mich gerade. Der Teufel. Wow, der Tower, der Turm. Sehr geil. Der Stern. Der Mond. Die Sonne. Erwachen. Ja, das ist dann das Gericht. Sorry. Der Weltkosmos. Das Ass der Inspiration.
Wow. Wow, die zweite Inspiration, das ist ja auch interessant. Sehr geil. Die drei. Ja, das gefällt mir. Wenn man einen Dominostein anstößt, dann kommt alles ins Rollen. Wenn man eine Sache anfängt, kommt es ins Rollen. Vierte Inspiration. Wow, die fünf, auch geil. Die sechs. Wow, die sieben. Die acht. Neun. Und die zehn. Ich glaube, ich weiß, was mein Herzmensch. Freundin, die das Kartendeck hat, meint mit Hassliebe. Der Page der Inspiration. Wow, der Ritter. Die Königin. Und das ist The Muse of Inspiration. Das ist der König letztendlich. Und ich weiß nicht, warum das hier eine gespiegelte Karte ist. Aber da gucke ich gleich nochmal im Buch. Vielleicht ist da noch ein Hinweis. Dann haben wir das Ass der Emotionen. Das ist ja geil. Die zwei der Emotionen, der Kelche. Die drei. Vier. Fünf. Oha. Sechs. Sieben. Das ist ja geil. Jeder Fisch hat was anderes. Kettchen. Die acht. Wow, das ist ja eine geile Karte. Neun. Und die zehn. Der Page. Wow, der Ritter. Wow, die Königin und die Muse. Dann haben wir das Ass der Voices, der Stimmen eigentlich eher nicht Stimme, nicht ja, der Stimme. Voices ist ja Stimme, der Stimmen. Die acht, das Ass der Stimmen heißt es. Sorry. Wow. Die zwei. Ja, das ist ja geil. Hier sind zwei Wege, die gehen aber in die gleiche Tür. Manche Entscheidungen führen zum gleichen Ergebnis. Ich weiß nicht, was da der Max ständig hat, weil er alles bellt, aber gut. Die drei der Stimmen. Wahrscheinlich wieder irgendein Insekt. Die vier der Stimmen. Wow, die macht hier ein Bad. Das ist ja auch nicht schlecht. Mit Rosenblättern. Im Universum übrigens. Wow. Fünf der Stimmen. Die sechs. Sieben. Oh, sorry, ich halte es nicht hoch.
8. Neun, die ist ja interessant. Wow, und die 10. Dann haben wir, ach so, Page, sorry, sieht aus wie ein Klugscheißer. Der Ritter. Die Königin und die Muse. Dann haben wir das Ass der Materie, of Materials, of Mater, das Ass des Materiellen, würde ich mal so übersetzen jetzt. Die Münzenkarten hier, die finde ich sehr geil von den Farben. 3, 4, 5, 6, 7. Acht, neun und die 10, die finde ich total schön. Und der Bube. Der Ritter. Königin und die Muse. Ja, ich gucke jetzt mal gerade noch schnell, was die Muse bedeutet, weil hier war ja auch ein. Warte mal, ich muss das dann wieder ein bisschen hoch machen. Hier war doch auch irgendwas mit The Muse, vielleicht wird dann auch erklärt. Was the Muse ist? What is the Muse? Inspire from Latin inspirare, the breeze or blow into. Der Wind hinein. To breathe in life or to animate life by breathing in spirit. Also atmen. Der Atem oder das Wehen hinein. Das Atmen in das Leben zu atmen oder das Leben zu animieren, indem der Geist geatmet wird. Okay. Wow, das ist jetzt aber wahrscheinlich allgemein. Ja. Okay, wir machen jetzt einfach mal eine Legung. Was ich jetzt zu den Karten sagen will, ist, ich finde sie sehr inspirierend. Ich finde sie aber teilweise sehr schön, sehr ansprechend, sehr energetisch, aber manche Karten finde ich überladen. Da weiß ich noch nicht, ob ich mit denen kann. Und ich glaube, das ist das, was auch meine Freundin, mein Herzensmensch. Auch, also wenn die so sind wie hier, super genial, aber hier waren so ein paar Karten, da war mir einfach zu viel drauf. Da weiß ich beim Teufel zum Beispiel, hier bei der Temperance, ich weiß nicht, manche Karten sind, die gehen nicht so in mich rein. Aber vielleicht, man hat ja bei den Decks immer irgendwelche Karten, bei jedem Deck habe ich das, die mich überhaupt nicht ansprechen oder wo ich nicht reinkomme. Aber bei dem Deck ist es, glaube ich, häufiger der Fall. Und vielleicht ist das aber auch das Deck, die Art vom Deck, dass man es tatsächlich Hass liebt oder dass man Hassliebe ist natürlich falsch, aber vielleicht ist es ein Deck, auch wenn es sehr bunt ist und sehr, das wirklich auch
einen so an sein tiefstes Inneres bringt. Hat die das nicht auch hier geschrieben? Warte mal. Ich weiß es nicht, aber es hat ein interessantes Feeling, was ich bis jetzt noch nie so hatte. Finde ich sehr, sehr spannend. Passt auch hier überhaupt nicht zu meinem Stil eigentlich, also was ich bin. Aber es fasziniert mich total auf der einen Seite, ja, das Deck. Und auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht das, was ich... Oh, die biegen sich natürlich noch nicht, aber ja, lässt sich schon ganz gut mischen. Machen wir mal wieder eine Legung. Vaya. Ich bin gespannt, ob ich das behalten werde. Vielleicht kaufe ich mir doch noch The Lightseer. Aber bei dem Lightseer soll es einen Fehler geben in der Produktion. Da soll irgendwas kaputt sein bei den Karten. Und dafür sind mir die Karten dann ehrlich gesagt dann zu kostspielig. Also weil wenn ich über 20 Euro zahle, dann möchte ich auch eigentlich ein Deck haben, was nicht kaputt ist. Also ich finde, da hätte Hay House eigentlich eine Preisreduktion machen sollen, wenn da ein bei den meisten Decks ein Fehler ist in den Karten. Ja, ich habe auch ein Deck, wo ein Fehler drin ist. Da stimmt hinten hier, das ist das Everyday Tarot. Da ist hinten bei der Farbe was ungleichmäßig, aber das kostet auch nur 10 Euro und dann kann ich das auch in Kauf nehmen. Ne? Aber bei so einem Deck, was dann über 20 Euro kostet, wenn da die Karten nicht in Ordnung sind. Ich weiß aber nicht, ob das auch im deutschen Raum so ist. Das sind die Videos, die ich gesehen habe, waren alle aus dem amerikanischen Raum. Vielleicht gibt es dann da auch nochmal einen Unterschied. Ich habe keine Ahnung. So. Jetzt haben wir gemischt und wollen wir mal gucken, was die Zeitqualität so gerade ist. Wenn du Lust hast, kannst du dir die Legung jetzt mitnehmen. Ich werde sehr wahrscheinlich ins Buch gucken, weil das ein sehr herausforderndes Deck ist. Und oder auch nicht. Kommt auf die Karte drauf an, ob sie mich anspricht oder ob sie mich nicht anspricht. Weil da waren Karten, da habe ich echt gespürt, da ist eine Barriere. Das habe ich jetzt schon beim Reingucken gesehen, aber es muss jetzt nicht heißen, dass das immer so bleibt. Manchmal werden sie plötzlich die Lieblingskarte. So, was ist denn jetzt so die Zeitqualität und was liegt denn jetzt so an? Auf was gilt es jetzt zu achten? Eine wollen wir noch. Wir machen so eine ganz normale. Oh, da haben wir schon gleich die Königin der Schwerter. So, was haben wir denn hier im Herzen? Die sieben der Stimmen. Puh. Da ist jetzt sehr viel drin. Vielleicht sollte ich nur... Babes, auch wenn ihr mich jetzt hassen werdet, ich fange nochmal an. Nicht, weil da jetzt die sieben der Stimmen waren. Die hätte ich lesen können, sondern weil ich die Legung jetzt anders mache, weil die Karten sind so vielschichtig. Da sind sieben Karten, die ich gelegt habe, zu viele. Ich möchte nur drei legen. Zur jetzigen Zeitqualität. Das ist ja keine offizielle Legung. Da kann ich auch ein bisschen spielen jetzt. Also verzeiht mir, dass ich die Karten jetzt wieder zurückgenommen habe. Da ich wahrscheinlich ins Buch gucken will und nicht so einen langen Film machen will, legen wir jetzt nur drei Karten zur Zeitqualität. Wenn die sieben der Voices kommen sollte, dann kommt sie jetzt nochmal. Wenn nicht, war es eh nicht die richtige Karte. Jetzt habe ich aber die Karte, die raus. Jetzt habe ich. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich doch eine mehr irgendwie. Naja, egal. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ace of Voices. Okay. Wir haben, bei dir bricht was zusammen. Und ich finde diese Tower-Karte sehr geil.
weil hier bricht was raus und du fliegst eigentlich raus. Und ich weiß nicht, ob die Frau, die dann, also das ein Teil von dir, was jetzt hier rausfliegt, der Teil ist, der eigentlich weg soll, weil er alt ist, weil er nicht mehr im Moment zu gebrauchen ist, weil das ist das, was du gerade lebst. Und das muss, das ist nicht mehr, wie soll ich sagen, das passt nicht mehr in dein Leben. Das heißt, es muss aufbrechen, du musst raus. Und hier fällt aber noch was runter. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier auch noch ein Teil ist, was eigentlich gar nicht mehr stimmig ist. Und das bist du eigentlich und fliegst ins Neue hinein. Jetzt muss ich gerade mal ins Buch gucken, weil ich das jetzt gerne wissen will. Wir entdecken ja das Deck zusammen. Unexpected changes, a massive shift, beliefs shattered, paradigms flipped, an opportunity to rebuild your life in new days, ways, being flexible, a rift in reality. Rift weiß ich jetzt nicht, was es heißt. Ja, es geht schon um den Puzzle. Also, es ist schon so, wie ich gerade gesagt habe. Es passiert gerade was, wobei dir alles auseinanderbricht und du, was aber auch nicht mehr stimmig ist und du fällst aus diesem, was zusammenbricht, raus, wirst aber eigentlich, Shift hatte ich mir doch hier, glaube ich, übersetzt bei den anderen Karten. Moment, Moment. Ah, nee. Das war Swift. Shift ist ja, wenn man aufsteigt letztendlich. Und ich habe das Gefühl, aber du kannst mir ja vielleicht auch im Kommentar, wenn du jetzt Lust hast, mal sagen, was du in der Karte siehst. Also für mich ist die Karte so, dass man aus dem Alten herausfällt, aufgrund von, ja, weil es eben sein muss, man wird aufgrund von einem in Anführungsstrichen Gewitter. Und das ist der Teil, der eigentlich noch gültig ist, aber auch nicht mehr so ganz. Hier wird nochmal gerüttelt und geschüttelt und letztendlich ist das hier der eigentliche Teil von dir, der jetzt ins Neue springt. Und hier ist vielleicht noch ein Teil von dir, das sich noch ein Stück wehrt. Das muss noch aufgebrochen werden. Also es sind zwei Aufbrüche sozusagen. Und du bist jetzt an dem Punkt, wo schon was aufgebrochen ist, aber es muss noch mehr aus, darf noch mehr aufbrechen, bis du dann wie hier einfach wieder nah ins Bodenlose fällst und eigentlich gar nicht weißt, um was es, also ja, da gilt es natürlich sehr viel Urvertrauen zu haben. Und wir haben hier auch die drei der Stimmen und die sagt mir ganz klar, hier geht es um, guck dir mal an. Das ist wie eine Depression hier auf der Karte. Hier ist überall Sonnenschein, hier ist eigentlich alles gut und da, wo du bist, ist der Schatten. Und die Voices, die reinkommen, die Schwerter, das ist letztendlich auch Sonne. Die wollen dich eigentlich rausholen. In dem Fall zumindestens. Du bist hier mehr so im Herzschmerz, du bist hier mehr so sehr im Emotionalen und die Voices, die Voices, würde ich sagen, sind in dem Fall dein erweitertes Selbst, ja, dein Geist, ne? Die wollen dich eigentlich rausholen, weil hier ist ja überall alles gut. Und bei dir bricht jetzt wahrscheinlich dieses, dass du dich eingesperrt hast in deine Emotionen, in dein Leben, wie du es jetzt lebst, weil du es nicht loslassen konntest. In irgendeiner Weise konntest du was bei dir in deinem Thema nicht loslassen und bist in der Depression. In einem depressionsartigen Zustand, also ich sage jetzt nicht Depression konkret, aber in so einem Zustand, wo du eben nur noch schwarz siehst und wo du eigentlich auch gar nicht erkennst, dass hier noch viel mehr ist, was dich vielleicht, was Licht ist. Und du bleibst aber drin hängen. Obwohl hier immer wieder Strahlen reinkommen, die dir zeigen, Babe, das Leben geht weiter. Und dadurch, dass du hängen bleibst, wird irgendwas passieren oder passiert gerade irgendwas, was dich komplett rausschmettert. Und das ist letztendlich der Turm.
Und wenn du dich dem Ganzen jetzt aber mal hingibst, diesem Rausschmettern aus deinem Zustand, in dem du jetzt gerade bist, nämlich in dieser Trauer, in dieser Trauer und Angst und ja, Traurigkeit, weil es ist wichtig, in die Trauer zu gehen immer. Das ist schon wichtig, aber du hängst da schon viel zu lange drin. Das sagt mir die Karte, weil hier ist alles gut, ja, und du machst ja eigentlich dein Leben selber dunkel. Du kannst jetzt wieder ins Licht gehen, ins Helle und kannst es dich am Leben erfreuen. Und deswegen passiert jetzt irgendwas, wo das von außen zusammengebrochen wird, deine Situation. Und das schmerzt wahrscheinlich noch viel mehr, aber das wird letztendlich ein Befreiungsschlag werden, weil sonst hängst du da noch bis in den nächsten 50 Jahren drin. Und dann, wenn du dich nämlich dem hingibst, diesem Befreiungsschlag, der letztendlich eine ganz klare Stimme ist, die bringt dir Klarheit, dieser Befreiungsschlag. Der bringt dir absolute Klarheit. Und vielleicht erkennst du dann auch, wie soll ich sagen, vielleicht ist das sogar der Befreiungsschlag, der dazu führt, dass dir viel mehr bewusst wird. Dass dir, weil wir haben ja auch hier diese Dinger vom Buddhismus, ne, diese bunten. Und wir haben hier die Eule, die weise ist. Und wir haben hier eben die Luft. Und dir wird wahrscheinlich durch diese Situation, in der du bist, wo du dich eben aus dieser Befreiungsschlag, nenne ich es mal, wirst du bewusster werden, auf alle Fälle. Und dann wirst du die Welt mit ganz anderen Augen wahrnehmen und wirst plötzlich auch die Weite des Kosmoses wahrnehmen im übertragenen Sinne. Du wirst nicht nur die Welt sehen, so wie du sie bis jetzt gesehen hast, sondern du wirst wirklich deine Wahrnehmung auch erweitern. Das ist jetzt ein bisschen spirituell alles hier, aber ich habe ja auch hier zwei, ich habe ja hier auch zwei Karten, die eben große Arkana sind. Ich lege jetzt aber noch eine, weil die sind echt geil, die Karten. Und ich glaube, die kann man echt gut für wirklich ganz, ganz tiefsinnige Emotions, die sieben der Emotions. Die wollte nämlich auch noch raus. Und die fünf der Emotions. Ja, das sagt mir, also die fünf der Emotions passt sehr gut hier zu dieser drei. Ja, du hängst tatsächlich in deinen Emotionen fest, in deiner Trauer, ja. In deinem Drama, in deinem eigenen Drama vom Kopf her und vom Gefühl her. Und vielleicht auch, weil du eben dich überfordert fühlst von, warte mal, die sieben der Dings muss ich mir jetzt nochmal durchlesen. Wo haben wir es denn? Och, Babes, wo seid denn ihr? Ja, aber die Voices waren doch als erstes und dann kamen doch die Emotions waren davor, okay. Was haben wir denn hier bei der 7? Daydreaming about the future, choices, manifesting, ranking options, alignment of values, illusions, fantasies, having many opportunities. Ja, und du wirst einfach auch, es ist die übliche Karte. Du wirst durch dieses Erlebnis, was du dann hast jetzt, dass alles bei dir aufbricht und wirst du wirklich auch klarer werden, auch was erkennen, was ist letztendlich Illusion, was ist für dich Illusion und für dich die Wahrheit. Du wirst die Wahrheit erkennen und du wirst dann auch wissen, welchen Weg du gehst oder für was du dich letztendlich entscheidest. Ja, das gehört jetzt noch hier dazu, um dann letztendlich die Welt ganz neu mit ganz neuen Augen zu entdecken. Das ist die Legung. War jetzt ein bisschen holprig. Ja, also wenn du dich jetzt dem Sturm, sage ich mal, hingibst, dem, dass bei dir alles auseinanderbricht, weil es muss jetzt alles auseinanderbrechen, damit du hier nicht in deiner Trauer und Besorgnis und Emotion, ja, in deinem Drama letztendlich verfällst, muss jetzt alles zusammenbrechen. Und das schmerzt natürlich, das macht Angst.
Und es darf aber noch mehr zusammenbrechen. Du bist jetzt wahrscheinlich hier, es ist vielleicht schon was zusammengebrochen, damit du hier den absoluten Befreiungsschlag hast. Das ist die absolute Befreiung. Und wenn du hier angekommen bist, dann wirst du ganz klar sein, dann wirst du auch bewusster sein, dann wirst du auch deine Wahrnehmung erweitert haben und dann wirst du auch wissen, was ist Wahrheit und was ist Illusion, was ist Traum, was kann ich umsetzen von meinen Visionen, was nicht. Und dann kannst du die Welt mit ganz anderen Augen sehen, nämlich unendlich und nicht mehr in diesem engen Gefüge, in der du diese ganze Zeit gesehen hast, sondern du kannst das ganze Kosmos wahrnehmen, den ganzen Kosmos wahrnehmen. Also deine Wahrnehmung letztendlich erweitern. Und wenn du die nämlich erweiterst, dann erkennst du auch viel mehr, welche Träume und Visionen du tatsächlich umsetzen kannst, welche Möglichkeiten von dem, was dir geboten wird, du letztendlich annimmst und was für dich in die Realität gebracht werden kann und was nicht. Ja, aber das geht nicht in diesem Zustand, sondern nur in diesem. Ja, das ist die Legung. Mal gucken, ob du überhaupt damit was anfangen kannst. Sehr spannende Karten. Da muss ich mich ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber sehr geil zu lesen, auch wenn man sie nicht kennt. Ja, also, Babe, guck, ob du mit der Legung was anfangen kannst. Vielleicht unterstützt sie dich ja. Vielleicht hast du auch Lust, dass ich dir mal eine eigene Legung mache, eine private. Dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben. andreawürk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Daten, auch die von WhatsApp und Telegram. Ist mir am liebsten, wenn du mich über das Medium anschreibst. Und wenn du dann möchtest, dass ich diese Karten verwende, die ja sehr tief gehen, meiner Meinung nach. Also das ist echt ein Deck, auch wenn es eigentlich sehr freudvoll wirkt und sehr oberflächlich, weil es eben auch diese Tussis da hat, so wie ich das jetzt sagen würde. Es ist nicht bös gemeint, aber ich bin halt ein ganz anderer Mensch. Es ist gar nicht so mein Leben, was hier so abgebildet wird. Aber gerade das, also es wirkt gar nicht so, aber es geht echt in die Tiefe. Ich glaube, das geht total in die Tiefe. Und hier in dem Buch ist ja auch jeweils immer noch eine Geschichte, ne? Irgendwie so eine Art Geschichte hat sie immer noch geschrieben. Ich muss mir das mal in Ruhe durchlesen. Sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessantes Deck. Es erinnert mich so ein bisschen an das, wie heißt denn das noch? Das ist ein uraltes Deck, wird auch nicht mehr aufgelegt. Einmal an das Röhrig-Tarot und zum anderen an das, Leute, fragt mich mal. Ich werde es im nächsten Reading übrigens verwenden, was ich machen werde. Vielleicht sogar zusammen mit dem hier. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Wie heißt es denn? Naja, ist auch egal. Ich werde es euch mal hier verlinken, einfach, dann wisst ihr, wie es heißt. Okay. Wow. Und wir werden jetzt als Hauptkarte das Universum nehmen. Yeah. Obwohl ich ja eigentlich, ich finde hier die Ass der Voice ist total geil. Die gefällt mir hier total gut. Die gefällt mir übrigens in vielen Decks, das Ass der Schwerter. In vielen Decks ist das eine sehr geile Karte und hier auch. Ja, das ist also The Muse Tarot. Sehr interessant. Ich würde sagen, nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Aber sehr interessant. Man kann damit sicherlich spielen, sich inspirieren lassen, auch mit dem Buch. Kann ich mir gut vorstellen, weil das, wie gesagt, einen schönen Text hier, glaube ich, immer noch hat, der inspiriert. Und ja, du darfst mir gerne einen Kommentar hinterlassen, wie du das Deck findest oder wie es auf dich wirkt. Sagen wir es mal so, 50 Minuten habe ich jetzt schon. Wow, meine Filme werden auch immer länger. Und ja. Und du darfst natürlich auch gerne liken, wenn dir das Video jetzt gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch ist. Aber meine Unboxings sind immer chaotisch, weil ich muss mich ja auch in das Deck ein bisschen reinfühlen. Dafür ist es ja ein Unboxing, damit man live erlebt, wie man mit dem Deck konfrontiert wird. Wow, ein sehr interessantes, sehr geiles Deck. Ja, Babes, ich danke euch sehr, dass ihr mich begleitet habt beim Mitentdecken und ich wünsche euch alles Liebe. Macht's gut. Tschüss.